Hi, ich bin Emmanuel Vougier. Ich möchte, dass du mit deiner Crew wirklich nur in der Spielwelt schnell fährst. In der echten Welt? Fahr langsam, beachte die Straßenverkehrsordnung und schnall dich immer an. Ich habe nicht erwartet, dein Gesicht noch mal zu sehen. Die Dinge haben sich hier geändert. Dieser Ort ist jetzt ein Schlachtfeld. Tuner, Muscle Cars, Exoten. Die Crews kämpfen in der Stadt um ihre Territorien. Und die Entscheidungen fallen im Canyon. Aber du würdest es nicht überstehen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem ganz, ganz neuen Projekt von mir, wie schon angekündigt und wo ich auf mega Bock drauf habe, nämlich ein neuer Need for Speed Teil, mein dritter insgesamt, diesmal Need for Speed Carbon. Ich hatte dieses Projekt schon mal angefangen, dann hat aber irgendwas mit der Aufnahme nicht geklappt, ich werde es einfach komplett nochmal neu anfangen, es macht sowieso Bock, es wird nicht der mega lange Teil werden, aber ich habe jetzt irgendwie Bock auf dieses Spiel, Need for Speed Carbon, auf geht's! Ich habe nicht erwartet, dein Gesicht noch mal zu sehen. Die Dinge haben sich hier geändert. Dieser Ort ist jetzt ein Schlachtfeld. Tuner. Okay, das müssen wir jetzt nicht noch mal sehen. Dachte mir, das würde der trotzdem zeigen. Keine gespeicherten Daten waren. Das ist gut, weil ich die vorher gespeichert habe. Für den Binde mir nicht. Macht keinen Sinn, weil ich kein Internet dran habe. Wir starten eine komplett neue Karriere. Du musst dann das Profil erstellen, um eine Karriere zu starten. Ja, machen wir. Ah, okay. Passt. Muss ich wieder ein bisschen umgewöhnen, da ich die ganze Zeit auf der PS4 jetzt aufgenommen habe und jetzt das erste Mal wieder auf der PS3 aufnehme. Weil ich aber einfach nur Bock auf dieses Spiel habe. Deswegen. Mein Name, EpicF. Ja, meine Daten sollen gespeichert werden. Werden sie auch getan. Wird ja auch getan jetzt. Speichern erfolgreich, los geht's. Und das mal kurz die Steuerung, jetzt muss ich gerade gucken. X, Nitro. Jetzt wo. Okay, das sollte eigentlich kein Problem sein. Home City, 10 Meilen. Starte ihn mal. Enttäusch mich nicht. Come on.
dass du dich zwischen den Cops und den Crews aus dem Staub machst. Nimm meinen Wagen. Los, verschwinde. Die Gegenwart. Carbon Canyon. Carbon Canyon? Wir sind unterwegs mit dem Auto, das war ja vom Ende von Need for Speed Most Wanted kennen. Der größte Teil dieses Let's Plays gerade, zumindest auch auf meinem Kanal. Ich will dann nochmal davon immer weiterkommen, dann ging es nicht mehr. Und wir sehen einen alten Bekannten, so wie es aussieht. Mam. Was? Hey, hörte, wer wieder da ist. Steuer eines Autos, oder? Ja. Ich muss mich jetzt wieder ein bisschen an diese Steuerung hier gewöhnen. Ups, das ist der Speed Breaker. Zieh dich von mir! Ah, da war ich. Da wollte ich eigentlich vor. Boah, ich muss mich wieder echt gut angucken. Ja, jetzt ist es für mich jetzt auch ungewohnt mit einem... mit dem PS2-Controller zu arbeiten, aber es funktioniert doch irgendwie. Wie sieht's aus, Baby? Bleib doch sitzen. Wir haben noch eine kleine Rechnung aus Rockport offen, oder nicht? Ich hab dich nicht gebeten, mir zu helfen, Croc. Wie kommst du dazu, in Silverton Leute zu jagen, ohne mich zu fragen? Ich heiße Cross. Dieser Typ da kommt nicht von hier. Verdammt lange her, Junge. Wie viel bringt er? 150 Riesen. David, kümmere dich um ihn. So, so. Darauf hast du es also abgesehen. Schönes Auto, ein Ford GT. Mickey, jetzt wird's interessant. Wieso kreuzt du hier wieder auf? Ho, 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 hey, 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 halt die Luft an, ja? Ich weiß nicht, was passiert ist, als du verschwunden bist. Aber ich weiß genau, dass du mir noch eine Menge Kohle schuldest. Langsam wird's eng hier in der Gegend. Immer mehr Crews kämpfen um immer neue Territorien. Ich könnte jemanden mit deinem Können gut gebrauchen. Ich sag's mal so. Ich hab dir zweimal den Hals gerettet. Jetzt hast du mir einen Gefallen. Nicky, willst du nicht deinem alten Freund zeigen, wie es geht? Du machst einen Scherz, oder? Hast du eine bessere Idee? Er soll anfangen. Jetzt sofort. Enttäusch mich nicht. Nicht wieder. Danke fürs Warten, Neville. Ja, ja, ist doch klar, Nicky. Hey, wer ist denn das da? Spielt keine Rolle. Darius stellt dir diese Wagen zur Verfügung. Nimm einen. Ist egal welchen. Hey, sag mal. Fällt da einer für mich ab?
Ich meine, ich würde jeden nehmen, aber der mit den coolen Felgen gefällt mir am besten. Sieh doch erstmal zu, dass die Tanks voll sind. Na klar. Ich bin hier der Blöde! Nimm irgendeinen. Lass uns keine Zeit verlieren. Auf der Flucht von Quarz hast du deinen Wagen zu Schrott gefahren. Wähle die Wagenklasse, mit der du deine Karriere beginnen möchtest. Von deiner Auswahl hängt ab, welche Wagenteile du freischaltest, wenn du neue Territorien eroberst. Ob das jetzt so wirklich wahr ist, weiß ich nicht. Gut, wir dürfen uns aussuchen. Und zwar so einen Exoten, Tuner und Muscle Cars. Die Muscle Cars werde ich nicht nehmen. Definitiv nicht, weil ich absolut kein Fan von bin. Das heißt, es werden Exoten oder Tuner werden. Und da ich irgendwie ein bisschen... Da ich mir schon so ein bisschen überlegt habe, welche Fahrzeuge ich fahren werde, welche Wagen ich nicht fahren werde. Wie gesagt, klar, Muscle Cars wird es nicht sein. Welt die Wahl. Der Tuner, der Mazda AX8, der hat mich so schwer enttäuscht in meinem Let's Play zu Undercover. Deswegen werde ich die Exoten nehmen. Und zwar mit dem Alfa Romeo. Wir werden natürlich mit einer Automatik-Gangschaltung fahren, weil ich mich nicht darum ums Schalten konzentrieren möchte. Ja. Sollen die Gespeicherdaten überschrieben werden? Jo, sollen sie. Schauen wir mal, welche Fahrzeuge wir nehmen. Okay. Weißt du, hör doch einfach auf sie. Und ich werde schon darauf aufpassen, dass sie nicht zu hart zu dir ist. Okay, komm, lass uns weitermachen. So, was werden das wahrscheinlich die ganzen Grundlagen jetzt mal erklärt. Die Crews sind wichtig, um sich in der Stadt einen Ruf aufzubauen. Bei vielen Rennen kannst du einen Partner mitnehmen. Und glaub mir, du wirst ihn auch brauchen. Es gibt drei verschiedene Fähigkeiten. Einige Fahrer sind Blocker, andere Schlepper und es gibt Scouts. Damit du es besser verstehst, werde ich jetzt deine Partnerin sein. Neville ist für ein paar Runden unser Gegner. Zuerst musst du wissen, wie du deinem Partner signalisierst, dass er was tun soll. Ansonsten fährt er einfach weiter. Probier es aus. Jetzt weißt du, wie es geht. Genauso funktioniert es mit Blockern und Schleppern. Nur die Scouts arbeiten die ganze Zeit für dich. Blocker sind sozusagen die Lenkraketen der Straße. Sie zerkratzen sich gerne den Lack, um deine Gegner von der Strecke zu schieben. Ich zeig's dir. Eieiei, da konnte ich mich gar nicht entscheiden, ob ich jetzt gerade weiterfahre oder nicht gerade weiterfahre. Sag Bescheid, wenn ich Neville blocken soll. Hey, pass auf meinen Lack auf! Perfekt, jetzt hast du gesehen, wie ein Block funktioniert. Schlepper sind Geschwindigkeitsgötter. Weil zwei Wagen hintereinander schneller sind als einer allein, musst du hinter den Schlepper fahren und dort ein paar Sekunden bleiben. Du beschleunigst und wenn du aus dem Windschatten herausziehst, wirst du nach vorne katapultiert. Okay, gib das Kommando und ich schleppe dich. Diese blauen Streifen zeigen, wie sie genau in den Windschatten der Fahrzeuge sein. Und wie sie die Geschwindigkeit hier durchgeht. Dort! Boah, hört ihr, wie das Ding schreit? Das ist mir gut. Hier ist ja der Ford GT, der hinter mir liegt. Von Niki. Du solltest im Kopf behalten, dass dein Partner nur eine bestimmte Zeit lang für dich arbeitet. Ist seine Energie verbraucht, kann er dir nicht mehr helfen. Er bleibt aber bei dir und sammelt neue Energie, bis er wieder einsatzfähig ist.
Schneller sind wie Nitro. Nutzt du sie zu früh, sind sie nicht bereit, wenn du sie dringend brauchst. Okay, ich glaube, das Wichtigste weißt du. Und jetzt ab mit dir auf die Straße. So, auf geht's. Wir dürfen aber jetzt ein bisschen fahren. So, das ist alles, was du für den Anfang wissen musst. Ich habe genug Zeit mit dir verschwendet. Bis später, Neville. Hey! Also nur wir zwei Hübschen. Na, dann drehen wir doch mal voll auf. Er ist der ruhige Typ. Quatsch aber die ganze Zeit. Und wir haben das erste Mal die Kopfhörer. Dringend Verstärkung 1044. Oh, schöner. Schöner Move. Seht ihr diesen Schrotthaufen an, Baby? Hey, die Kopf sind da. Ich versuch sie abzuschütteln. Gib Gas! Okay, dann will er da kurz mal speichern. Ich glaube, das muss ich ausstellen. Achtung, diese epische Musik aus Need for Speed Most Wanted. Verdächtiges Fahrzeug ist ein silberner Sportwagen. Drecksack. Haha, da sieht sich auch schön selber noch. Okay, wir sind hinter ihm. Bestätigen Sichtverzerrung um kurz 6. Damit sind wir doch schon los. Sperrt das Gebiet um eine 20 herum ab. Ich habe ihn verloren. Hoffen wir, dass wir jetzt. Unterstützungseinheit. Los, das Ganze wurde zuletzt gemeldet. In Richtung Osten. Wir werden alle Straßen in seiner letzten bekannten Fahrtrichtung absperren. 10-4 Zentrale. So, dann sind wir also, glaube ich, auch schon wieder los. Und zwar jetzt Verfolgung kommt. Hey, wir müssen uns unbedingt treffen. Ich habe dir die Koordinaten für einen Unterschlupf geschickt. Da triffst du mich. Adieu. Einheiten können wieder ausschwärmen. Verdächtiger konnte entkommen. Schalte TAC-Kanal ab und geh auf Kanal 3. So, die schönen Pfeile. Ja, Treffer dann wahrscheinlich mehr will. Der erste ist cool, geht überhaupt. Ich dachte, das einzige. Oh, doch da runter muss. Bringt doch nichts, wenn ich nicht rüber wechseln kann. Bringt immer noch nichts, wenn ich nicht rüber wechseln kann. So. Jetzt können wir rübergehen. Wahrscheinlich hier rechts abbiegen, jawohl. Jetzt hier nochmal rechts runter, dann müsste es eigentlich schon das. Da. Da sind wir schon im Unterschlupf wieder.
dir seinen Unterschlupf. Dort kannst du deinen Wagen reparieren oder dich zur Not verstecken. Du brauchst einen Partner. Sieht so aus, als wäre ich das. Komm, ich erkläre dir alles. Genau. Blocker und Trickser. Level ist an der Crew beigetreten. Dies ist der Crew-Management-Bildschirm. Hier kannst du Crewmitglieder auswählen, die im Rennen mit dir fahren. Wagen der Crewmitglieder individualisieren, Hintergrundvideos der Crewmitglieder ansehen, Crewmitglieder feuern, wenn nur einer übrig ist, oder verfügbare Crewmitglieder rekrutieren mit maximal 3. Gut, wir haben natürlich bis jetzt nur ein Teammitglied, ein Crewmitglied, das heißt, wir nehmen erstmal Neville, bis wir was anderes haben. So, und jetzt können wir uns natürlich auch noch ein Crew-Logo auswählen. Und wir nehmen... Bah, da habe ich gerade extrem Bock drauf. Und mein Crew-Name oder unser Crew-Name wird natürlich sein, der Crew-Name, den wir alle verwenden. Weil ich bin ja auch nicht alleine, ich mache die ganze Displays ja nicht alleine. Viele machen wir als LPTs und unsere Crew nennt sich natürlich die Verplayten. Und blub. In der Stadt geht's heiß her. Überall kämpfen die Crews um die Stadtteile. Auf deiner Karte siehst du, wo sich die Crews befinden. Die kleineren Crews sind mal hier, mal da, aber der Großteil von Palmond ist zwischen Kenjis Bushido, Wolves TFK und Angies 21st Street Crew aufgeteilt. Dein Ruf? Tja, du hast keinen Ruf. Aber wenn du ein paar Mal gewonnen und irgendwann mal ein eigenes Territorium hast, wird dein Ruf steigen. Sobald du für einen Crewboss eine Bedrohung darstellst, wird er nach dir suchen. Fordert er dich heraus, hast du die Chance, sein Revier einzunehmen. Diese Territorienkarte, mein Gott. Hier kannst du sehen, welche Crews die einzelnen Regionen von Palmond City gehören, nicht angehören. Rennen, an denen du teilnehmen kannst, werden als Sterne angezeigt. Achte auf jeden Unterschlupf und Autohändler, die du hier finden kannst. Sie sind in jeder Region der Karte verteilt. Gut, jetzt dürfen wir uns natürlich erstmal aussuchen, in welchem Rennen wir starten dürfen. Und zwar sind das momentan nur diese drei auf der linken Seite. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, es gibt ja drei Teams. Und zwar fangen wir hier wahrscheinlich an, weil wir die Exoten genommen haben. Wie gesagt, ich habe einige bestimmte Fahrzeuge, die ich fahren will. Dann haben wir wahrscheinlich hier unten die Muscle Cars, das bin ich mir aber gerade nicht so sicher. Dann müssten wir hier eigentlich die Tuner haben und hier quasi die Elite so ein bisschen. Wir fangen hier links an und das erste Rennen, was wir fahren dürfen. Bin mal überlegen. Wir werden anfangen mit dem Sprint hier. Los geht's. Unser erstes eigenes Rennen. Autosculpt. Im Autosculpt-Bereich kannst du Felgen, Motorhauben, Spoiler und vieles mehr anpassen, formen und verändern. Wie gesagt, Carbon ist für mich mit eines der geilsten Need for Speeds ever. Also wie gesagt, mein absoluter Lieblingsfilm auch von Fast and Furious ist ja auch Need for Speed, praktisch. Fast and Furious Tokyo Drift, da gibt es ja auch diesen Kenny-Drift am Ende. Und da bin ich auch mal gespannt, ob wir das erste Mal den Kenny dürfen. Aber jetzt geht's mal. Erste Mal in der Stadt. Auf geht's. Der Scheiße schiebt doch nicht vor die Nase. Und übrigens bei diesem Rennen ist es ziemlich egal, ob man der Mann überkommt, gewinnt sich der Sieg. Oh, hau doch ab mit deinem scheiß Mast da. Der hat mich ja schön blockiert, dass ich nicht. Hallo, Zeit, dass ich in den Lack ruiniere. Jetzt kannst du halt auch nicht weit vorne. Noch Platz 4. Okay, du willst vom Link? Ich komme irgendwie nicht an den Typen an. Nein, ich habe ihn festgenagelt. Haha, ich komme mal mit. Nein, Angriff! Pass auf! Oh, schon dritter. Coolboy und Doyle sind vor uns. Auf deiner rechten Seite! Also, sehen wir mal gucken. Boah, ja, irgendwie schaut's mir an. Ich brauche mal etwas Zeit.
wieder dran sind, jetzt sind wir nur Dritter. Und die fighten sich voneinander. Gehört schon anzuhören. Wir haben noch die Hälfte des Rennens vor uns. Hau ab von mir. Das war knapp am Ende, aber okay. Sag doch, was du kannst. Ich hab's nicht so ganz. Das hab ich gut erwischt. Ah, schön, hast du fein gemacht. Kannst du ihn sehen? Ah, nice. Guck mal. Manchmal sind sie doch zu was taugen sie doch zu was. Auch wenn sie sehr viel quatschen. Wir haben eine Doppelführung für unser Team. Wo kommen sie mir leider ziemlich nah auf einmal? Okay, lass ich mal ein bisschen wieder zurückfallen. Nein, schlimm. Ah, kann gerade nicht. Hui! Das Auto, was da war, war auch einmal ziemlich krank. Okay, man reißt sie nochmal zusammen. Da vorne ist das Ziel und dann haben wir das erste Rennen auch schon. Ziemlich ohne Probleme gewonnen. Jawohl. Ja, glaub mir. Wir haben freigeschaltet das erste Nitro und Reifen Stufe 1 Straßenpaket. Und die gewonnene Prämiekarte das erste Mal. Zeitverschiebung. Klasse, Rowdy. Okay. Wie lange hast du denn gebraucht, bis du mein Geld ausgegeben hast? Wolf. Und der fährt übrigens eines der Autos, was ich unbedingt haben will, nämlich den Aston Martin DB9. Den hätte ich sehr gerne. Ein Grund, warum ich auch die Exoten genommen habe. Mit eines der geilsten Lieder in diesem Spiel. TFK. Wolf. Der Wolf. Deinem Aston Martin DB9. Und wir haben einen Nachrichtentext bekommen von Niki. Oder eine Nachricht von Niki bekommen. Die freie Fahrt ist super geeignet, um Cruise-Employment kennenzulernen und sich mit der Polizei anzulegen. Die übrigens in diesem Spiel ziemlich unnütz ist. Du kannst an allen Rennen, denen du begegnest, teilnehmen und dir bei den Autohändlern der Stadt die neuesten Wagen ansehen. Während du durch die Gegend fährst, wirst du ab und zu von Cops verfolgt oder von gegnerischen Crews, deren Territorium du dich befindest, zu einem Rennen herausgefordert. Die Verfolgung und Crew-Herausforderungen kannst du coole Dinge von den Prämienkarten freischalten. Die Prämienkarten findest du im Hauptmenü. Na denn. Und ich muss dringend dieses automatische Speichern mal ausschalten. Weil irgendwie nervt es gerade so ein bisschen. Ich verschwinde mal, wir sehen uns dann im Unterschlupf. Genau, und rasier dabei schön erstmal den Baum. Und die hätten wir eines der Rennen, aber ich muss jetzt mal gerade gucken, dass ich mal in den Unterschlupf gehe, weil ich will mal kurz ein bisschen was an meinem Auto tun. Vor allen Dingen mal das Nitro einbauen. Wir haben, klar, da wir gerade erst angefangen haben, 1% erst vom Spiel weg. Und wir haben 10.200 Dollar. Keine Ahnung. Ich glaube, Dollar ist es, dass er wahrscheinlich in Amerika spielen wird. Naja. Gut, wir dürfen natürlich jetzt erstmal ein bisschen was tunen an dem Auto. Und zwar fangen wir an mit Leistung. Wie gesagt, da wir noch nicht viel haben, nämlich Nitro. Aber wir schmeißen das rein und ich hau da ein bisschen auf Geschwindigkeit drauf. Reifen, Straßen, Bagel. Und das Auto ist mir eigentlich ziemlich wichtig, dass es mal da so ein bisschen wohl Haftung hilft. Ich lasse es einfach so erstmal. Muss ich da erstmal ein bisschen reinarbeiten, wie ich das mache. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Warenkorb und kaufen erstmal die ganzen Leistungsupgrades, dass wir ein bisschen was drin haben im Alfa Romeo jetzt. So, dann trotzdem weiter noch ein bisschen was tun. Dann tun wir auch ein bisschen optisch was. Da ich jetzt irgendwie so Bock habe drauf, den Wagen ein bisschen blau, Richtung blau zu gehen, werden wir das auch tun.
Obwohl, eigentlich macht das eher Sinn, den Wagen rot-schwarz zu machen, wie man die Crewfarbe auch eigentlich ist. Dunkler machen? Nee. Nicht der Fall. Dass der dann tatsächlich komplett einfach rausgeht. Die Nils. Ich habe ja keinen Bock. Da ich jetzt ein paar Streifen gern hätte, dann haben wir da irgendwas frei überhaupt? Nee, ne? Na, ich glaube ja nicht. Nahflagge. Ich könnte natürlich die Schweizer Flagge drauf machen, weil meine Freundin aus der Schweiz kommt, aber. Nee, also Flaggen bin ich eher kein Fan davon. Formen. Mal gucken, mal. Karosserie haben wir natürlich auch nichts frei, ne? Fällt mir irgendwie gerade nicht. Das heißt, was natürlich toll wäre. So ein Streifen wäre natürlich cool. Was haben wir denn da? Hä? Mond? Nee, danke. Der gefällt mir irgendwie, ja. Und das heißt, wir werden den Wagen auf jeden Fall. Können wir gleich woanders mit dem Tunen. Schwarz mit dem roten Streifen. So ist vielleicht besser. Wagen. Deswegen brauchen wir das ganze Ding nicht. Das heißt, ich werde den jetzt. So. Warum hast du den jetzt nicht übernommen? Nein. Warum willst du das jetzt nicht machen? So. Was wir den haben, dass wir den hier schwarz nehmen. Vinyls wollte ich eigentlich. Och, Leute, ey. Formen. Ich habe jetzt gerade nicht auf Gart, welche Nummer das natürlich ist. Soll hier unten auch irgendwo sein? Oder habe ich mich jetzt da irgendwie vertan? Ah, ich glaube, ich habe mich vertan. Warte mal, das müsste. Genau, 18 ist es. So. So, ist das doch schon gut. Ja. Dann gucken wir mal, was wir noch ein bisschen tunen können. Nachrüstung. Boah. Hat ja ein bisschen was, ne? Irgendwie gefällt mir die 3 gut. Können aber natürlich noch nichts machen. Ah, oh, dass hier mir dann direkt rausgeht. Spoiler werde ich nicht machen. Felgen können wir mal reinhauen. Gefallen mir die Reifen. Die Felgen. Oh ne, Moment. Wenn ich echt bin, gefallen mir die sogar noch am besten. Die sind cool, auf jeden Fall. Hat was. Tun wir mal in den Warenkorb legen. So, haben wir dann irgendwo noch was, was wir reinhauen können? Nee, ne? Autoscoped. Das hat man ja schon, aber das kann ich glaube ich noch nicht ändern, weil wir noch nichts freigeschaltet haben, aber so ist es doch gar nicht mal so schlecht aus für den Anfang. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich wieder in einer neuen Folge bei Let's Play Need for Speed Carbon mit dem zweiten Rennen, dann wollen wir unser erstes kleines Teilgebiet einnehmen können. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gesagt, aber die Mehrheit, wenn man Gebieten mit 3 Rennen, zum Beispiel 2 Rennen gewinnt oder sowas, dann kann man das Gebiet schon mal einnehmen. Also man muss die Mehrheit des Gebietes einnehmen. Das ist zumindest mal soweit für den Anfang und wir sehen uns dann wieder in einer neuen Folge bei Need for Speed Carbon. Bis dahin, ciao.